Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4. Hier in dieser wunderschönen, ja, Bahnhofsverladebrücke, sag ich mal. Und wir wollten noch in das Terminal reingucken, was es so Schönes gibt. Frachtbestimmungen. Frachtbestimmungen für Station Bedford, Richtlinienrevision 4.3, 21.05.77. Alle Verladungsverzeichnisse müssen in diesem Terminal protokolliert werden. Protokolle werden 6 Monate lang vor Ort aufbewahrt, bevor sie auf Holoband archiviert werden. Eingehende Lieferungen erfolgen zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr. Die Lieferung zum Steinbruch muss bis spätestens 12 Uhr erfolgen. Keine Ausnahmen. Ausgehende Lieferungen erfolgen zwischen 15 und 17 Uhr. Ladungsbezeichnung 4x0 Diverses sollte an den Steinbruch weitergegeben werden. Vorarbeiter Lanaham erwartet bei Ankunft weitere Anweisungen. Ladungsverzeichnisse anzeigen. Wählen Sie eine Lieferungsausstellung aus. 22.10.2077. Rechnung 21.24 eingehend. BLM-Bohrerteile 4 Großkisten, Stahlbeton Güteklasse 4, 8 Paletten, Stahldraht Güteklasse 4, 2 Paletten, Divers, 1 Palette. Rechnung 21.25, ausgehend Granit 24 Tonnen. Und was gibt's noch Schönes da? 21.26 eingehend, Stahlbeton Güteklasse 4, 4 Paletten, Befestigungsgüteklasse 4, eine Großkiste, Stromkabel, 24 Spulen und die Rechnung 21.27 ist ausgehend und auch noch ausstehend. Und mit dem ganzen Kram kann ich nichts anfangen. Ich weiß es, vielleicht ein bisschen traurig, aber ja. Gut. Ah, schönes Feuerchen. Gut. Mit euch haben wir ja nun einen kurzen Prozess gemacht. Wait a minute. Da rennt noch ein Grill rum und da oben ist auch noch ein Computer. Ja, dass du nicht gewinnst, war klar. Aber ich muss aufpassen. Wenn der in der Nähe ist, könnten auch noch andere sein. Ja, zum Beispiel. Ach, der hat mich vorbeigeschossen. Toll. Na, kommt er oder kommt er nicht? Ah. Beobachten. Ja, das bewegt sich so unscheinbar. Okay. Bewegende Ziele treffen ist für mich immer noch so ein Ding der nicht Unmöglichkeit, aber ich wusste, dass du lebst. Ja. Nee, der rechte ist beiden. Auf dem Boden kannst du schon nichts anfangen. Da bist du schon mal außer Gefecht, was das angeht. So, kommt er? Kommt er jetzt nicht? Er kommt, okay. Na komm. Sehr schön. Aber ich euch beide wenigstens schon mal in Ruhe. Du weg. Und du weg. Das Schöne ist bei Ghoulen, die kann man so leicht außer Gefecht setzen, wenn du weißt, wie es geht und wenn du triffst. Tausend Kisten, aber nichts dabei, was für mich wichtig wäre. Ah, jetzt weißt du, Bags. Na, immerhin. Und
Bademantel. Ich habe gehört, Steven Warner ein. Ich habe ja einen. Aha. So einen sehr schönen Bademantel. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Wobei, es wäre ja auch ein interessantes Thema für ein Let's Play, ne? Die immense Qualität von Bademänteln. Wilder grüne Streuner. Ach, noch ein paar Zehner Patronen. Du erkennst irgendwas. Ach, wenn ich lange drücke. Ah, okay, wenn ich lange drücke, geht das jetzt trotzdem an. Alles klar. Dutchman. Magma Relics. Inspektoren-Outfit. Aber du bist doch eine Frau, oder nicht? Hallo? Können Sie sich heute drehen? Hey, du bist ein Kerl. Inspektoren-Outfit. Ah, ausweichen. Wahrnehmung. Okay. Und was hast du so Schönes gegeben? Dutchman Instruktion. Liefert ein Paket an die alte Schaltstation. Der Bote trifft um Mitternacht ein. Wenn du Ausrüstung brauchst, such nach dem blauen Fass. Nach dem blauen Fass. Das ist ein Ziegelstein. Revolverpistole. Klemmbrillflasche. Und. Aber 3,8er? Oh ja, sehr schön. Leider nachladen, das Baby. Nee, Metalleimer will ich nicht. Stationsvorsteher Terminal. Was gibt's denn hier Schönes? Gleiskontrollstatus inaktiv. Achtung, es wurde ein kritischer Fehler im Gleiswechselsystem festgelegt. Bitte Gleise freimachen. Scheinwerfersteuerung. Verbündet Einheiten verbunden 2. Licht einschalten. Systemdiagnose erstmal. Zwei Scheinwerfer verknüpft. Knotenzustand, Status Entfernung. Scheinwerfer offline. Kein Eindringling entdeckt. Kein Eindringling entdeckt. Würde beim nichts anmachen? Komm. Scheinwerfer aktiviert. Sehr schön. Und dann haben wir noch die Auswahl für das Fotoband. Schon halb. Sie verspätet sich. Nein, da stimmt was nicht. Aber ich würde es mal mitnehmen wollen, statt das hier anzuhören. Deswegen gib mir mal das Band her. Und wir hören uns das unterwegs an. Lauf zu den Bäumen. Ja gut, ne? Sehr viele Bäume hier. So, Scheinwerfer machen wir raus.
Weil ich habe ein bisschen Bammel, dass da irgendwo ein Shitstorm rumgeistert und wenn ich da lang renne, ich abgeknallt werde. Ne, sind die beiden Scheinwerfer los, okay. Gut. Dann noch mal ganz kurz hier rein. Nö, es ist bloß ein Skelett. Ja! Hey ho, wie geht's deiner Schwester? Hier ist nichts. Kronkorken. Cola-Flasche. Und noch mehr Patronen. Geißbolzen. Na gut. Ich glaube, der Zug fährt definitiv nirgends rein. Ist das hier? Nee. Nee, ist nicht. Schade. Gut, aber jetzt wollen wir mal langsam Richtung Richtung Siedlung gehen. Aber das ist das, was ich meinte, ne? Man sieht auf der Karte irgendwas, oh, da ist was, da ist was, da ist was. Und dann rennst du da noch hin und da noch lang und da noch gucken. Das haben wir schon gelootet. Irgendwo hier drüben war gerade Schießerei und Knall und Pfeil. Also zumindest im letzten Part, für mich vor ein paar Minuten. Sehr gut, das Fetz schlägt nicht aus. Das heißt, da ist schon mal nichts in der Nähe. Trotzdem immer die Augen offen halten, ne? Ich habe auch keine Schüsse mehr. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu spät, dass ich die Schlachter schon getriggert habe und dafür, dass ich da hinten nochmal rad war, dass da nichts mehr ist. Ich glaube, es kann auch möglich sein, dass ich eine Mission scheitern lassen kann, aufgrund dessen, weil ich da halt nicht hingehe. Da in der Nähe bin und die quasi damit aktiviere, aber halt nichts mache. Und die dann früher oder später mit Haufen geschossen werden. Ich glaube, das ist actually sogar wirklich möglich. So, aber wir schleichen uns an, ne? Ich höre irgendwas tipseln, das ist nicht gelaufen. Hallo? Ich glaube, hier ist zwar jemand drin, aber... Ah. Ich könnte jetzt eigentlich gemein sein und euch beklauen, ne? Aber... Ich lasse das mal. Siedler, Siedler. Hey. Die Siedler von Fallout. So ein Brettspiel hat man gehört. Hallo. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Minutemen? Sagt ihr es was? Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Wo liegt denn das Problem? Gibt es irgendwas, bei dem ich behilflich sein kann? Oh ja, ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben. Aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Töte die Raider in Korvega Fertigungsanlage. In den Arsch treten. Ich trete den für euch in den Arsch. Kein Problem. Danke dir. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung. Ist Rob.
Hier ist doch nicht gerade schon mit der Bombe runtergegangen, oder? Alter, was ist hier los zur Hölle? Also ja, die Welt ist im Abgrund, das ist schon klar, aber... Okay, nee, ich will hier nicht durch die Mischling. Super mutant. Ist ja nicht aus einer zu viel mehr, ne? Ja, es sind gleich zwei. Oh. Und mit sowas wohnt ihr nebenan? Nette Nachbarn. Ja, alles klar. Also ich wünsche viel Vergnügen mit den Supermutanten da unten links. Das könnt ihr gerne machen. Aber jetzt weiß ich auch, warum es da gerade gebombt hat, wie sauer. Aber gut, unsere Aufgabe ist quasi in die Corvega Station die Siedler zu unterstützen und die Raider zu... Naja, 3 von 4 Schüssen. Immerhin. Ja, Aufgabe, wie gesagt, ist es in der Corvega-Station, die Raider mal in den Arsch zu treten. Und ja, ich muss sagen, dieser Satz, ich trete sie für euch in den Arsch, könnte wirklich so ein Spruch von Steven sein. Ich versuche halt so gut es mir möglich ist, in den Augen von Steven zu agieren und die Antworten zu geben, wie ich es von ihm vermuten würde. Er ist eigentlich ein sehr netter und hilfsbereiter Kerl. Hat aber auch manchmal ein paar gute Sprüche auf Lager. Wie zum Beispiel halt dieses, ich trete sie für euch in den Arsch. So, auf jeden Fall bin ich aber noch nicht Richtung Corvega. Ich meine mich zu erinnern, dass es hier an irgendeiner Stelle noch eine weitere Power-Rüstung gab. Nicht, dass ich jetzt noch eine gebrauchen könnte, ich habe ja eine. Aber ich könnte mir aus der... Rüstung den Kern klauen. Aber ich weiß nicht, wo die ist. Ich hatte hier irgendwann mal einen im Anfängen des Spiels gefunden, aber. Vielleicht sagen wir die da. Komm ich hier ohne weiteres runter, ohne dass ich mir was Maul lege oder einen Ghoul aufschrecke? Also das Witz geht schon mal auf nichts. Okay. Ach, ich glaube, die kann ich gar nicht ran, ne? Da braucht ich, glaube ich, auch einen Schlüssel oder sowas. Fall hier unten lang waren die Supermutanten hier gerade, ne? Die waren ja quasi hier die Bahngleise lang. Ja, eigentlich will ich es nicht anlegen. Kann ich mir den Ort hier markieren, so auf der Karte, für wichtige Informationen später? Ich kann eine Markierung platzieren, ne? Kann ich mehrere Sachen markieren? Naja. Hat sich das erledigt. Dann kann ich hier halt nichts markieren. Ja, egal. Mal gucken, ob ich da rankomme. Wird das jetzt schon mal nicht. Ah, wer ist mit dir drin? Ja, hier, das Terminal, alles klar. Verbessert ist. Kann ich nicht hacken. Ich brauche Hacker-Skill. Wie sieht's denn aus? Habe ich einen Punkt über? Nee. Wo ist denn der Hacker-Skill hier? Fortgeschrittene.
Genau das, was ich bräuchte. Ne, verbessert, ne? Warte mal, gab es nachverbessert noch mehr? Ich könnte auch die einsehen, die ganze Ringe, ne? Fortschrittliche, Experten, Meister. Bei Hacken wird das Terminal nie gesperrt, wenn der Versuch misslingt. Okay, ich glaube, ich brauche bloß die nächste Variante. Okay, ich muss noch ein Level abkriegen. Wie viel fehlt noch dafür? Ein bisschen. Gut, wir merken uns mal unterhalb von, ein bisschen rechts von der Siedlung ist sie. Schätzungsweise werde ich nach der Corvega-Station sowieso da durch sein. Beziehungsweise habe ich die Möglichkeit, mit der Rüstung zu geiern. Aber die hätte ich gern. Und wenn es nicht die Rüstung ist, wenigstens den Powerkern für unsere Rüstung. Wobei es wäre, glaube ich, nicht verkehrt, so ein paar Power-Rüstungsteile oder ein paar Power-Rüstungen bei uns mal zu bunkern. Der bewegt sich alles durch den Wind und sonst dergleichen. Ich bin hier gerade so energiegeladen und will wild umspannen. Tabär. Wow. Bierflasche, Whiskyflasche, Hörnpilz. Mit dem ekelhaftesten Schmatzengeräusch. Oh, Handschellen. Teddybär und Handschellen. Und der Lunchbox für Anna. Mit einem Tafelmesser. Naja, gut. Baustellbilderraum. Na, damit. Vielleicht kann ich ja ein paar Fotos machen und. Ja. Keine Ahnung. Ist das, was ich immer habe. Ich renne schon wieder komplett in andere Richtungen. Ne? Ich renne nur nicht dahin, wo ich hinrennen will. Oder hinrennen soll. Ziel ist Corvega, was mache ich? Oh, erstmal da und dort und überall. Man kennt das ja. Aber wie gesagt, das wird bei diesem Spiel gang und gäbe bleiben. Wir werden hier nicht einfach schnell mal durchrushen und zack, zack, schnell, schnell und in das nächste gehen. Nein, wir genießen uns. Wir genießen es, nicht uns. Wir genießen es. Ach Gott, hast du mich erschrocken, Fräulein. Aber kann ich mit dir handeln? Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Hier sind mehrere Tatobären. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Ich bin gefährlich, Schätzchen. Kann ich mit dir handeln? Hallo. Also. Ich wusste, du würdest uns helfen. Ja, okay. Gut, ich kann vermutlich erst mit euch handeln, wenn ich in Corvega war. Sprich, wir müssen jetzt... Wo ist Corvega überhaupt? Wie weit? Natürlich fast so weit wie nach meiner zurück nach Hause. Naja, gut. Dann auf dem Weg nach Corvega. Auf dem Weg nach Corvega Industries. La 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 la. Ja. Ein Nerd unterwegs. Allein. Gut, hätte ich das vorher gemacht, hätte ich mir auch den Weg hier lang sparen können. Dann hätte ich die ganzen Bahngleisaktivitäten später machen können. Oder jetzt gemacht. Ich nehme mich mit. Was sagt eigentlich mein Inventar? Ich bin noch nicht überladen. Nicht weit, zumindest. Ein bisschen looten kann ich noch. Wobei ich wirklich gerne einen Fusionskern hätte. Ich meine, Fusionskerne gibt es noch und nicht. Und ich glaube, man kann auch später welche herstellen mit endlosen, mit unendlichen Ressourcen. Deswegen. Habe ich eigentlich hier schon reingeguckt? Nee, ne? Nö. Sonst wären die 6 Tage schon meine gewesen. Der ganze Rest ist mir erstmal egal. Ja, da ist unser Ziel. Mal wieder hier. Wobei, ich muss aufpassen, ne? Die
Superkombatanten waren ja hinten eben gerade noch. Wie kam er von da? Boah, wären da lang gegangen, wenn sie hier lang gegangen sind. Aufpassen. Ich schätze ich gleich in die Arme von zwei Supermutanten renne. Das letzte, was ich will um diese Anfangszeit des Spiels, ist in Supermutanten reinzurennen. Einen würde ich mir schon hinkriegen, aber der zweite würde mich danach down prügeln. Die Supermutanten sind nun mal echt. Ja. Naja, kein Eis im Spiel, sag ich mal, ne? Die haben es ein bisschen in sich. Aber nein. Da liegt ein Baum unter Straße. Oh, scheiße. Habe ich nicht gerade doch gesagt? Das, was ich nicht wollte. Den in die Arme rennen. Was passiert? Ich renne den in die Arme. Schönen Dank auch, Spiel. Ich bin in Gefahr, habe aber keinen roten Marker mehr. Doch, da ist er. Ich will dich jetzt verfetzen. Ah, toll. Hoppa, dein Kopf ist ein bisschen angeschlagen. Vielleicht kann ich dir noch ein bisschen. Ich will jetzt mal nicht rennen, einfach um meinen Wetz wieder gleich nutzen zu können. Er verfolgt mir ja ganz viele Freude, Eierkuchen. So, guck mal, ich bin's. Ja. Ich komme ein bisschen näher. Weil dann könnte ich jetzt im Wetz einfach mich A besser treffen. Na, da werde ich mir nicht viel Schaden machen, wa? Danke. Gut. Wir haben uns jetzt liebevoll um den Supermutanten gekümmert. Problem ist aber noch ein zweiter. Wie sind ja jetzt zu zweit lang gelaufen? Plus Hund. Ich renne ihn noch direkt in den Arme. Naja. So, wo ist mein Redaway? Mein Stimpack. Und ja, ich bin wohl. Wir wissen bewusst, dass ich das in der Favoriten-Variante noch drin habe, aber. Ja. Mutanten-Hundefleisch. Eine Sache, die ich nicht essen will. Hundefleisch. Und denn erst recht nicht, wenn es mutiert ist. Das sind Brahmins, die will ich nicht töten. Solange ich sie nicht angreife, greifen sie mich nicht an. Ist der Supermutant der andere? Ja, Luke Cherry. Und da ist unsere Aufgabe. Was bist du da hinten? Du bist ein
Hund. Das ist ein normaler Hund. Das ist auch ein Gebäude. Also normaler Hund ist es jetzt auch nicht, ne? Das ist schon so ein Killerbestie, aber trotzdem. Nur noch besser als das Ding da hinten. Ja, da. Naja. Ach, ich weiß nicht. Da ist der Hund. Ich wollte gerade sagen, wenn ich Gegner gesehen habe und ihn nicht mehr sehe, das ist nicht gut. Aber okay, ich würde mich jetzt erstmal ganz kurz hier wie ein feiges Hüschen. Ein feiges Hüschen, ja. Ich werde mich einfach mal ganz kurz hier an die Station stellen. Einfach so ein bisschen auf Safe-Sniff gehen. Und sage einfach danke fürs Zuschauen und fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gehen wir nach Corvega und ja, werden da ein bisschen Tabula Rasa machen und hoffentlich überleben. Ich sag danke fürs Dabeisein und fürs Zuschauen und sage bis dann und ciao.